Here is Besser from Afghanistan. Ikram Ghaffari spricht seinen Landsleuten aus der Seele. Kaum übernahmen die Taliban im Sommer 2021 wieder die Macht in Afghanistan, wurde es für alle Menschen ungemütlich. Vor allem aber für jene, die zuvor als Ortskräfte tätig waren. Dann kamen die Taliban nach Afghanistan. Die Bundeswehr rief mich an: Wir holen dich, du bist in Sicherheit. Ich sagte: Nein, das bin ich nicht. Ihr wisst doch, was in Afghanistan los ist. Daraufhin: Montag kommst du zum Flughafen. Wir holen deine Familie raus, deine Frau, deine Kinder. Einfacher gesagt als getan, denn am Kabuler Airport herrscht Chaos. Ich ging nicht hinein. Es war gefährlich, zumal mit einem kleinen Kind, mit meiner Frau. Ich habe dort viele Menschen sterben sehen. Ich habe auch viele Kinder sterben sehen, viele Leichen. Ich träume bis heute davon. Am 1. Dezember letzten Jahres klappt es. Über den Zwischenhalt Katar gelangen Ekram, seine Frau und seine beiden Kinder nach München und von dort nach Bamberg. Erst leben sie im Ankerzentrum, seit 7 Monaten nun in einer Unterkunft an der Breitenau. Genau wie Sayed Wakidullah Sohail, der mit seiner Frau und seinen 3 Kindern aus Afghanistan nach Bamberg gekommen ist. Wir haben 2 Zimmer, eine Küche, ein Badezimmer. Es gibt einen Spielplatz für die Kinder. Ground area here for our children. Doch so schön und vor allem so sicher Bamberg auch sein mag, Sayed und viele Afghanen wären gerne in ihrer Heimat geblieben, um die Entwicklung des Landes voranzutreiben. Doch diesem Prozess haben die Taliban ein jähes Ende gesetzt. Als die Taliban die Macht ergriffen, durften meine Schwestern nicht mehr zur Schule. Meine Kinder konnten nicht mehr in den Kindergarten. Meine Frau war Lehrerin. Sie durfte nicht mehr arbeiten. Auch Salmay Kiasi fürchtete um seine Sicherheit. Er arbeitete für die Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit, kurz GIZ. Doch sein ältester Sohn darf nicht mit nach Deutschland. Mit 18 Jahren gilt er als volljährig. Der schlage sich nun in Pakistan durch, sagt Salmay. Mit ihm sei er täglich in Kontakt und auch mit dem Rest der Familie in Kabul. Wir sprechen täglich über die Situation, was los ist. Sie regen sich sehr über alles auf. Salmay, Ekram, Sayed. 3 Beispiele für Menschen, die mit ihren Familien nun in Bayern Fuß fassen möchten. In die Heimat werden sie so schnell nicht zurückkehren können. Wir werden hier bleiben, wenn die Deutschen uns hier möchten. Bayern Live zeigt Ihnen Bayern von seinen schönsten Seiten. Immer samstags 17.45 Uhr auf RTL Bayern und sonntags auf allen 14 bayerischen Regionalsendern. Und im Anschluss in den sozialen Netzwerken und auf TV Now.